Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crypt Killer, dem Moment, jetzt what the fucking Holocaust, jetzt bewegt sich der, hä? Wieso hat sich das blaue Fahnenkreuz sich nicht mehr weiter bewegt? Okay, jetzt bin ich sehr, sehr verwirrt. Herzlich willkommen zurück zu Crypt Killer, dem, epileptischen Meisterwerk von 1995. Ja, wenn man hier wirklich in heftiger Bedrohung ist, dann sagt das Spiel hier, mach mal, zünde mal deine Smart Bomb, deinen Special, ne? Sofern du es noch hast. Ja, in der ersten Folge haben wir, da gibt's wieder einen Gegenstand. Ich glaube, ich hab's aber nicht getroffen. In der ersten Folge haben wir uns hier mit diesem Spiel vertraut gemacht, sind jetzt aber auch tatsächlich wieder Game Over. Das heißt, wir haben es immer noch nicht geschafft, einen Planeten durchzuballern, nehme ich an, was sehr, sehr traurig ist. Dementsprechend werden wir, ganz ehrlich, wir werden jetzt mal, diese Spiele wurden ja auch wirklich gemacht, um den Leuten das Geld aus den Taschen zu ziehen. Wir werden jetzt hier mal, ja, geh weg. Oh Gott, ich muss noch mit dem anderen Fahnenkreuz spielen. Wir werden jetzt mal auf den leichtesten Schwierigkeitsgrad spielen. Wie gesagt, der Schwierigkeitsgrad ist bei uns ja sowieso immer, egal was wir einstellen, dreimal höher, weil wir zwei Charaktere abzudecken haben. Normalerweise müsste man ja meinen, wobei das, ja, es ist immer von Spiel zu Spiel unterschiedlich, ne? Es gibt Spiele, wo dann einfach mehr Gegner kommen, aber auf der anderen Seite kann man dann sagen, ja, aber du hast halt die doppelte Feuerkraft, aber das habe ich halt nicht wirklich, wenn das scheiße Fadenkreuz da irgendwo ist, wo ich nicht bin. Von daher, ja, ist das natürlich eher schlecht als recht. So. Also, dann stellen wir mal auf Easiest Gun Lives. Bomb. Oder kann ich jetzt, wenn ich hier. Naja, das ist halt so das, der Witz. Wenn ich die Analogsticks verwende, naja. Dann habe ich zwar Zugriff. Aber wobei, so geht es. Zugriff auf den dritten. Auf den, zweiten Spieler. Aber nicht auf den ersten. Warte, okay, pass auf. Wir machen auch das Nachladen mal automatisch, weil das ist sehr, sehr irritierend. Und dann versuchen wir mal, beide auf C zu stellen, damit es da auch keine Komplikationen gibt. So. Dann sollte das hier dementsprechend schon mal deutlich besser funktionieren. Wir werden mal wieder denselben Weg nehmen, weil wir ja nichts verpassen wollen. Aber ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich da jeden Weg aushalte, ob wir jede Möglichkeit wirklich einmal sehen werden. Es ist aber, man muss schon fairerweise sagen, ein sehr, sehr großes Spiel, ne, wenn wir noch nicht mal den ersten Planeten durchgeballert haben. Ich habe da so ein, natürlich, weil ich neugierig war und wissen wollte, wer das alles so gespielt hat, habe ich da mal so ein Longplay gesehen. Das ging eine Stunde, ne? Das wird dann, ja, ich weiß nicht, ein Durchlauf, jeden Planeten einmal irgendwie. Naja, ja, so, du gehst jetzt mal wieder weg. Ja, das ist auch sehr, sehr komisch, keine Ahnung, was der von uns will. Das Spiel meint ja anfangs irgendwie, dass wir, ja, wir haben das einfach spontan gefunden, mehr oder weniger, ne? Sind natürlich einfach auch von Hause aus sehr neugierig und, ja, haben vielleicht auch ein kleines Aggressionsproblem. Man weiß es nicht so genau, wie das jetzt ist. So, da habe ich doch wieder hier, genau, ich muss nicht mehr nachladen. Ich wollte die Kiste haben. Genau, so. Was habe ich denn jetzt auf? Ich bin mir nicht sicher. Und wieso? Moment. Ach, warte. Ach so, ich dachte, es lag. Ich war mir jetzt nicht sicher, liegt das jetzt am Schwierigkeitsgrad oder warum habe ich diese Waffe? Ne, anscheinend, anscheinend lag das in der Kiste drin. Ups, falsche Taste. Ja, ich. So ganz leicht möchte ich immer noch nachladen, aber das müssen wir eigentlich in diesem Spiel. Aber Player 2 schießt immer noch mit Kreis. Warum denn? Das verstehe ich gar nicht. Junge, Junge, Junge. Ey, 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 ey. Was ist denn das jetzt hier? Warum steht da oben eigentlich mal 8? Ach, schätzungsweise, weil ich, ja, wegen dem Schwierigkeitsgrad logisch habe. Ja, wie gesagt, das,
wird dann wahrscheinlich wirklich eher in einer Sightseeing-Tour enden, als hier wirklich in einem Skill-Manifest. Ich muss ja sagen, dass ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber wir haben damals sehr, sehr viele Spiele auch auf leicht gespielt. Ich weiß nicht, das war so ein standardmäßiger Reflex einfach. Also auch sowas wie Parodius, also diese Schmaps, wie man so schön sagt, die Shoot'em-ups. Und man hatte ja trotzdem eine Menge Spaß von daher, und zumal wenn dieses Spiel wirklich so lang ist, wie man gerade vermuten darf, dann, oh geil, kriege ich einen schönen Bonus hier. Ja, dann ist es wahrscheinlich die einzige logische Konsequenz hier, das Ganze so zu machen. Und wie man sieht, ist das, ja, man merkt tatsächlich, dass man auf ultra leicht spielt, nicht wahr? Die ganzen Insekten sind, wow, leichter zu penetrieren. Auch grundsätzlich ein wenig langsamer, aber von der, von der Vielzahl her natürlich immer noch sehr, sehr groß. Jetzt, what the fuck, wo ist denn, kann dieses fucking blaue Fadenkreuz mal bitte bei mir bleiben? Ja, ich glaube, jetzt kann ich auch, habe ich eine neue Waffe? Vielleicht irgendwie so eine neue Ummantlung oder so. Ja, guck da oben, da sieht man, das ist eine andere Waffe. Vielleicht können wir dann jetzt den zweiten Spieler auch endlich mal ignorieren, ja? Junge. So, Spinnies von oben. Die wollen doch auch mal Hallo sagen. Und noch einfach Leben schmier die falsche Taste. Ja, ich muss doch nicht nachladen. Finger weg von jeglicher Taste. Wir brauchen nur die X-Taste und ab und zu vielleicht R1 und R2, je nachdem. Ob wir da mal so ein bisschen, Kiste! Ob wir ein wenig schneller hantieren wollen. Was habe ich? Ich glaube, ich habe Bomben gekriegt, ja. Jetzt habe ich wieder 5. Und es scheint auch mehr Kisten hier zu geben auf diesem Schwierigkeitsgrad. Ist das ein Raketenwerfer oder sowas? Ja, das ist natürlich für dieses Areal. Oh shit! Ja, oh, da hat der zweite Player doch kassiert. Für dieses Areal so ein bisschen rausgeschmissen, ne? Aber was soll ich machen, wenn es mir dort zur Verfügung gestellt wird? Dachte der sich so, ich brauche das oder was, weil die Statuen heftiger sind. Nun gut. Jawohl, jetzt haben wir wieder hier diese zweite Entscheidungsfreiheit. Bla 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 bla. Ja, ich würde sagen, wir versuchen dann mal jeden Planeten erstmal komplett zu inspizieren, ne? So jede Möglichkeit auszuloten und dann werden wir erst auf den nächsten gehen. Also bisher sind wir zweimal nach links gegangen und ich merke das, ne? Diese leicht unterschwelligen, anbahnenden Kopfschmerzen. Junge, ey. Ich sollte mir vor jeder Aufnahme vielleicht mal so ein bisschen Augentropfen reinpfeifen oder so. Oder irgendwas, was dagegen hilft. Ich weiß es ja nicht. Das heißt, was dagegen hilft, dass das Ganze erträglich macht. Oder vielleicht mal ein bisschen weiter weg vom Monitor. Das denke ich mal auch eine gute Möglichkeit. Wieder sagt er, wow. Wurde da jemand von euch beiden angegriffen oder was? Hat jemand mich und meine gespaltene Persönlichkeit angegriffen? Ja, das ist einmal der Ravon. Es gibt, man kann ja schon sagen, dass es hier drei Ravons auf dem Kanal gab, ne? Also so gefühlsmäßig, gemütszustandmäßig. Also einmal vertrete ich natürlich jetzt hier den 2020 und aufwärts Ravon. Da ist eine Kiste gewesen. Frag mich, ob ich mit Ravon 2012-13 spiele oder mit 14, 15, 16, 17, 18 Ravon. Das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, welcher mir lieber wäre, muss ich sagen. Weil beide natürlich, oh, hier oben auch wieder zwei, oder waren das Kisten? Weil beide ihre Stärken und Schwächen haben. Oh Gott, was passiert hier? Hast du dir einfach ein Flippity-Make-Flip-Flip in der Luft gemacht, oder was? Junge. Aber ja, ne, wie gesagt, 95, da muss man natürlich auch so ein bisschen Respekt vor der Grafik haben, vor der Art und Weise, wie das Ganze hier präsentiert wird. Ich finde es schon okay, die Musik, die tut auch ihr Bestes. Falls der Sound natürlich nicht optimal ist, werden wir ihn dann in geraumer Zeit aktualisieren. Und guck mal da. Da scheint der zweite Spieler sich jetzt mal verabschiedet zu haben. Sehr, sehr gut. Das heißt, solange wir da... ist das ein Apfel oder ein Edelstein gewesen? Ja, gib mir die Waffe. Ah, sehr, sehr gut. Jetzt kann ich euch schön wegbersten. Solange wir... Ja, verfolgen die Dinger mich jetzt, wenn die nicht mehr im Bild sind?
Solange wir da nicht stark drücken, sollten wir da jetzt definitiv unsere Ruhe haben. Vor dem zweiten Spieler. Zack, 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 zack. Ja, schreibt mal gerne runter, während ihr das schaut, ab welchem Moment ihr Probleme bekommen habt mit den Augen. Wie lange es tatsächlich bei euch gedauert hat und ob ihr überhaupt noch dabei seid. Ja, ihr könnt auch gerne wirklich schreiben hier, ey, sorry, aber ab dem und dem Moment muss ich einfach aufhören, weil meine Augen das nicht mehr ausgehalten haben. Das fände ich vollkommen in Ordnung, okay. Da hätte ich ausnahmsweise bei diesem Spiel sehr, sehr Verständnis. Ach, das hatte ich am Anfang nicht gesagt. Ja, wer Folgen überspringt und vorspult, ist eine muntergefickte, holocaustianische, herzlose Auschwitz-Schablone. Aber bei diesem Spiel, ja. Da weiß ich ja selber noch nicht mal, ob ich das aushalte, von daher. This is your final test before you can obtain the first Eye of Guidance. Surely you're not thinking of turning back now. Okay, ja, das ist hier dein finaler Test, bevor du das Auge der Guidance, das Auge der Führung aufsammeln kannst. Du wirst jetzt sicherlich nicht zurückkehren, oder? Ja, nee, also das wäre ja ziemlich behindert, wenn man dann also der Rückweg ist ja jetzt deutlich anstrengender als der Weg nach vorne, von daher. Ist das ein Böser hier? Kann aber nicht Rapid Fire machen, ne? Glaube nicht. Ah, nicht, glaube sie. Wow! Sind das etwa... Warte mal. Ah, okay. Ich weiß nicht, was YouTube dazu sagt, zu den Tittchen. Ob das doch im Bereich des Machbaren ist. Das YouTube-Sicherheitsprogramm wird es wahrscheinlich bei der Epilepsie eh nicht mitkriegen, was da auf dem Bild passiert. Da könnte ich auch hier und da wahrscheinlich ein Porno einblenden. Das würden die auch nicht merken. Von daher... Ach, da oben ist die Lebensanzeige. Sorry, habe ich das jetzt gesehen. Wie ziehen die Smart Bombs ab? Ja, geht. Nee, da hau ich dann einfach rauf. Ach so, ja, wir sollten dann natürlich mal als guter Spieler die Sachen, die sie auf uns böllert, abwerfen. Oh Gott, okay, ich weiß nicht. Wir müssen sich provozieren. Ja, du solltest vielleicht nicht zu nah mit deinen Tittchen an mich rangehen. Oh shit. Hier ist Smart Bomb und... Da ist sie tot. Oh ja. Hat sie sich selber erwürgt? Ach, war das Medusa oder was? Naja, ne, da fragt man sich, wer wen geblendet hat. Stell ich mal vor, die Gegner sehen das, was wir sehen. Also jeder Schuss ist quasi... Vielleicht schießen wir auch mit so einer Kamerapistole, ja. Da haben wir sie ordentlich ins Schwitzen gebracht, würde ich mal sagen. Die muss jetzt auch mal zum Augenarzt gehen. Ja, das war der erste Planet vorerst. Und da kriegen wir... irgendeinen scheinbar wichtigen Gegenstand. Ja, ich habe das erste Auge der Führung quasi erhalten. Ja, da kann er sich auf jeden Fall mal freuen, würde ich sagen. Wir uns natürlich auch. Und möglicherweise müssen wir jetzt vielleicht auch sogar einen anderen Planeten anwählen. Es kann sein, dass ich jetzt gar nicht denselben nochmal anwählen kann, weil das ja, wie gesagt, sehr, sehr arcadig ist. Cleared. Ja, ja, seht ihr, ich kann da leider nicht raufböllern. Das ist sehr schade. Na gut, dann machen wir erstmal mit der Story weiter. Es kann ja auch wirklich sein, dass, ja, du schließt diese 6 Level ab und dann gibt's noch die ultimative Herausforderung oder so. Gut, Spieler 2 ist immer noch tot. Alles klar, alles richtig gemacht, würde ich sagen. Und ich habe auch noch alle meine Credits, wie es aussieht. So allmählich könnte ich ein Leben verlieren, da muss ich mich vielleicht noch ein bisschen mehr anstrengen. You are most brave. If you can survive this adventure safely, the sealed door of destiny will be opened. Ja, du bist sehr, sehr mutig. Wenn du so weitermachst, dann wird die geheime Tür und so weiter wahrscheinlich aufgehen. Ich glaube, ich werde jetzt hier auch dementsprechend ein Save State machen, ne? Weil, oh nein! Ja! Ich habe Start gedrückt. Ich hab Start... Warum habe ich eigentlich Start gedrückt? Ich hätte den Emulator auch so schließen... Ach, scheiße, ey. Ah, wie dumm, ey. Wie dumm. Mein Gott, ey. Ja, aber ich meine, es müsste ja auch so gehen. Ich muss halt so ein bisschen vorsichtiger spielen. Oh Gott, da hat sich Skeletti... Ja, Skeletti gedreht. Ich schieß doch rauf. Ach so, stimmt ja. Ich bin ja der Blaue. Nicht der Rote. Junge, Junge. Kann ich die kaputt machen? Nee, ne? Ja, so schon gar nicht, wenn die... Ui, die Kamera sich wieder wegdreht. Mann, 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 ey. Ja, habe ich gesagt? Permadeath. Also ich denke, das wird selbst auf diesem Schwierigkeitsgrad mal gar nicht so einfach werden, die komplette Story durchballern zu können. Von daher kann mir, wie gesagt, nicht vorstellen, dass das hier
ein einstündiges Unterfangen bleibt. Wir sind doch jetzt schon locker bei 35 Minuten oder so. Von daher, oh Gott, sie können sich bewegen. Wie machen sie das nur? Kiste, Kiste, meins, 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 meins. So, sehr gut. Ein schöner Granatawerfer, würde ich sagen. Das bringt doch wieder direkt Resident Evil. Ups, geh mal weg hier. Schrägstrich Dino Crisis Vibes. Ja, ich würde mich erstmal wieder komplett links halten. It is said that some demons are the wandering spirits of adventurers who died with regrets. Be careful that after you die, you do not join them. Ja, also man sagt sich, hier sind eine Menge gestorben, pass auf, dass du nicht stirbst und so weiter. Ich habe gerade so, ich war gedanklich, muss ich zugeben, bei der Frage, wie viele Möglichkeiten man denn insgesamt hat. Also ich würde jetzt bei jedem Planeten erstmal komplett nach links gehen wollen. Und dann könnten wir komplett nach rechts gehen und dann rechts, links, rechts und links, rechts, links wäre auch nur eine Maßnahme, ne? Also, puh. Da gibt es einiges zu tun. Wir haben aber glücklicherweise auch alle Zeit der Welt. Nur ich muss das dann, wie gesagt, mal mit meinem Augenarzt klären. In welchen Dosen... Ihr solltet das natürlich auch klären. In welchen Dosen man das hier konsumieren sollte. Es sind tatsächlich 5 Folgen eingeplant, ne? Also, da bleibt noch einiges hier offen, würde ich sagen. So, oh, ja, das schöne Angriff von hinten. Da haben wir uns schätzungsweise nochmal rechtzeitig umgedreht. Gibt's hier irgendwas? Nee, ne? Nur ein paar Skelettileinis. Ja, da fragt man sich dann schon, wie entsteht sowas? Wer hat die Leute dahin gebracht? Was sagen die Skelettfamilien dazu? Tante Skelett und Onkel Skelett. Finden die es in Ordnung, dass sie da gelandet sind? Und was sagen die Enkelkinder dazu, ja? Naja gut, die sind schätzungsweise einfach froh, dass sie im besten Fall, der Stein, im besten Fall wie nennt man das nochmal bei einem Testament? Oh shit, ja, da war ich wieder bei dem, nein, roten Knopf, ich kann noch nicht Pause, ich kann nicht Pause drücken, what the fuck, nicht Rente, Erbe. Erbe war das Wort, welches mir nicht eingefallen ist. Ja, Rente? Ich weiß nicht, ob hier die eine oder andere damals Rente gekriegt hat. Oder wie dieses ganze skelettiräre System hier funktioniert. Was machen die überhaupt hier den ganzen Tag, hä? Okay. Befinden wir uns gerade in der Kanalisation und scheißen die Skelette da oben gerade von unten hin, oder was? Von oben nach unten runter. Oder wie darf man sich das erklären, dass er diese... Ah, schon sind wir bei der nächsten Stage hier. Bei der nächsten Entscheidungsfreiheit. I never expected that a human could come this far. Stupid demons, you've got the worry now. Ich hätte niemals gedacht, dass ein bloßer Mensch so weit kommen könnte. Bescheuerte Dämonen, ihr müsst jetzt wirklich vorsichtig sein. Ja, gib den Leuten mal noch Tipps, ey. Ja, krass, ne? Gefühlt würde ich schon sagen, dass der Planet hier etwas kürzer zu sein scheint. Ja, wollen wir noch? Komm, ich würde sagen, das hier, das schaffen wir auch noch. Diesen Abschnitt. Ja, ja, Feuerchen. Okay, Feuerchen ist scheint harmlos zu sein. Oh, Kiste! Immer wieder aufregend. Das wollen wir doch schön haben. Ja, ich dachte anfangs, dass man einfach so immer zwischen den Waffen hin und her switchen könnte, aber das ist natürlich auch eine Möglichkeit, hier und da einfach so ein paar Kisten zu verstecken. Von daher, so, ja. Was war, Moment, bist du jetzt baden gegangen oder was? Oder er hält sich mit einem Arm fest, aber wie schießt der denn? Vielleicht mit seinem dritten Arm oder so, mit seinem Penis. Irgendwie so. Ja gut, im Zweispieler-Modus. Da würde das vielleicht ein bisschen besser funktionieren. Aber so, nee, das sah schon perspektivisch wirklich so aus, als ob der irgendwie in der Lava wäre. Smart Bombs habe ich nicht, jedoch. Das war wahrscheinlich noch vom zweiten Spieler, ne? Weil links oben sieht man ja 0. Ich weiß, ich habe nicht nach rechts geguckt, ob da eine 1 stand. Aber okay, so, das ist schon mal definitiv wieder meins. Was, Shotgun? Dann die verbesserte oder was? Schätzungsweise. Der wollte doch mit uns einfach joggen gehen. Guck mal, die sind doch ganz friedlich. Die freuen sich doch einfach nur, dass da endlich mal ein lebendiges Wesen am Start ist, Mann.
Und der macht doch einfach alle kaputt. Ja, jetzt machen wir da noch eine coole Rolle. Was ist mit dem los, ey? Der hat anscheinend noch nicht genug gesehen, oder? Kommt mir so vor. Mann, 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 ey. Ja, Leute, dann würde ich mal sagen, kommen wir langsam zum Ende. What the fuck? Ja, da stürzt der Boden ein. Das war's für heute mit Let's Play fucking Crypt Killer. Ich hoffe, ihr findet das in Ordnung, so wie ich das mache. Wir wollen ja auch was vom Spiel sehen, nicht wahr? Wir können dann gerne später natürlich dann mal nochmal so ein bisschen den Schwierigkeitsgrad hochdrehen. Aber fürs Erste, denke ich, ist das eine richtige Lösung. Ja, 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 genau. Nicht gucken, sondern machen. Und ja, da kommen wir nicht mehr raus. Oh, das... Ja, gab es nicht auf dem anderen Planeten nochmal einen Weg? Bin mir nicht sicher. Scheint aber dann das Ende jetzt hier gewesen zu sein. Oder das Spiel muss grundsätzlich einfach die zweite Hälfte nochmal laden. Gut, dann nutze ich mal kurz die okay, ja, 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 alles klar. Finally, it is time to face the final enemy. If you win and survive, you can do battle with me. I'll be waiting at the sealed door of destiny. Was? Es ist jetzt der letzte Kampf und wenn du den... Wenn du den schaffst, kannst du gegen mich antreten. Ich werde auf der... Ich werde an der, ja, großartigen Tür warten. Der Tür des Schicks. What the fuck, Moment. Ja, kann natürlich auch sein, dass wir nicht jeden Planeten abschießen müssen. Ne? Dass wir uns immer so 2, 3 aussuchen können. Alles klar, dann bis gleich, ne? Bis zum nächsten Mal, Sia.